So, yo, Leute, was geht ab? Euer Herzvater hier wieder am Start mit der Eike. Wir sind heute mal wieder mit einem Aprilia Dietrich unterwegs. Kaum zu glauben, aber ich bin jetzt das erste Mal seit Jahren mal wieder mit Sozius gefahren. Echt krass, also jetzt beim Roller zumindest. Ich bin jahrelang Roller immer alleine gefahren. Ja, wir sind heute hier im Steinbruch. Das ist ein Gipssteinbruch. Wir haben hier gerade ein paar geile Fotos hier gemacht. Kann ich euch gleich mal ein paar einblenden. Ja, ansonsten ist heute der neue Merch angekommen und zwar in Neonrot. Eike hat ihn heute an. Ich finde, der sieht ultra geil aus mit dem Schwarz, also schwarzer Pullover, neonroter Aufdruck. Richtig geil. Für alle, die ihn haben wollen, unten in der Beschreibung ist er verlinkt. Ich habe ihn heute in Neongelb an, aber ich kann es euch ja nicht zeigen, weil ich hier gerade filme. Wie gesagt, den gibt es in Neongelb und Neonrot. So. Heute wollen wir jetzt Folgendes machen. Wir fahren jetzt mit dem Roller wieder weg. Eigentlich wollten Eike und ich hier ein bisschen mit dem China-Roller rumfahren, aber leider ist mal wieder die Batterie alle. Deswegen ja, müssen wir das irgendwann einen anderen Tag mal aufnehmen, das Video eventuell morgen. Deswegen werden wir jetzt mit dem Dietrich zum Spot fahren und dann wird Eike mal mit dem Dietrich fahren. Du bist noch gar nicht mit dem Dietrich gefahren, ne? Nee, noch gar nicht. Aber du bist schon mal Aprilia-Roller bist du schon gefahren. Aber du bist noch nie Dietrich gefahren, oder? Muss ich mal überlegen. Doch, den roten, war das auch ein Dietrich? Ja. Ja, den bin ich auch mal gefahren. Dann bist du schon mal Dietrich gefahren. Aber du bist noch nicht diesen wunderschönen, nein, perfektlosen Dietrich gefahren. Nee. Ja, leider ist er jetzt total dreckig, weil wir hier, wie gesagt, ein paar Fotos gemacht haben. Ärgert mich so ein bisschen. Deswegen müssen wir den her unbedingt noch waschen. Aber erstmal fahren wir jetzt los. Let's go! Das ist echt geiles Wetter jetzt nochmal dieses Wochenende. Aber ab nächste Woche ist schon wieder nur Regen angesagt. So, Eike, sitzt da? Ja. Let's go. Oh, berghoch hier. Wir müssen hier auf jeden Fall sehr vorsichtig fahren, denn es ist sehr rutschig. Gerade hier unten die Ecke. Huh. Hier wird es noch rutschiger. Ja, damals, wo ich eine andere Aprilia-Rolle hatte mit den Stollenreifen drauf, da konnte man durch, ja, durch so leichten Schlamm auf Gehwegen zum Beispiel ohne Probleme richtig schnell langheizen, weil man da ordentlich Grip hatte. Aber hier mit der Straßenbereifung drauf, Katastrophe. Hatten ja schon ein paar gefragt, ob ich auf den Dietrich hier Stollenreifen drauf machen werde. Aber hier auf den Dietrich kommen keine Stollenreifen, weil das ist so ein richtiger Traumroller. Also, wo ich damals 15 war, hätte ich alles dafür getan, genau diesen Roller zu kriegen, in diesem Design. Und deswegen, ja, pflege ich diesen Roller eigentlich und werde mit dem auch keinen Mist machen. Wie gesagt, der ist zwar jetzt eh gerade dreckig geworden, liegt aber auch nur daran, weil wir ein paar schöne Fotos machen wollten. Dafür wird er nachher aber auch sofort wieder gewaschen, dass er wieder schön sauber und clean ist. So. Jo, der ganze getrocknete Gips. Oh, der Roller sieht katastrophal jetzt aus mit den ganzen Gips dran, naja. So, Eike fährt jetzt. Ich werde jetzt einfach meinen Helm Eike geben. Eike wird bestimmt ein bisschen labern. Du nimmst einfach den Helm, Eike hier. Boah, Alter, hab ich mich erschrocken. Du nimmst den Helm hier und dann kannst du ein bisschen quatschen. Dann kann Eike auch euch mal sagen, warum sie auf ihren Kanal kein Video mehr bringt. Und dann kann Eike auch mal sagen, dass ihr den Zweitkanal abonnieren sollt. Uhu. So, jetzt fahre ich erstmal eine kleine Runde. Ich finde ja Rollerfahren immer noch richtig cool. Ich weiß nicht warum, aber es macht mega Spaß. Und dieser Aprilia, das wäre echt was für die Arbeit, zum Umherfahren. Zur Arbeit hin, zur Arbeit zurück. Das wäre echt cool. Mal gucken, nächsten Sommer. Ja, einige hatten ja schon gefragt, warum ich auf meinem Kanal, also warum ich den gelöscht habe. Ich habe einfach keine Zeit dafür. Wenn Dennis jetzt noch Videos macht und ich helfe ihm und dann bei mir noch Videos zu machen und dann bei dem Zweitkanal von uns noch Videos zu machen,
da bleibt mir einfach nicht so viel Zeit für was anderes. Und ich habe jetzt auch einen anderen Posten auf der Arbeit, einen höheren, und das ist halt alles sehr zeitaufwendig. Und wie ihr wisst, haben wir ja auch noch 2 Hunde und Haushalt und so weiter und so fort, wie das halt im normalen Leben ist. Und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, da auf meinem Kanal keine Videos mehr zu machen. Und dafür haben wir ja den Zweitkanal Derne. Da bin ich ja öfter zu sehen, und wir haben halt auch gesagt, bei Hutz Rider auf dem Kanal, wie jetzt zum Beispiel, werde ich halt auch ab und zu mal Videos starten und dazu auch mal quatschen. Und ich denke, das ist dann auch schon so okay. Wie gesagt, wir machen das ja alles als Hobby und nicht hauptberuflich. Von daher sind wir ja auch nicht auf diese Videos so angewiesen, ne? Und es soll halt auch Spaß machen und nicht unter Zeitdruck solche Videos geschehen. Ja, zurück zu dem Roller. Der fährt mega gut. Klar, wie bei fast jedem Roller, berghoch braucht man schon mal ein bisschen mehr Zeit, aber an sich fährt er richtig schön ruhig. Macht halt auch richtig Spaß. Also den werde ich, glaube ich, nächstes Jahr im Frühling und Sommer öfter mal ausleihen. Da muss der Dennis dann durch, weil mit dem werde ich, glaube ich, öfter mal zur Arbeit fahren. Das ist richtig schön chillig. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, aber wie dieser Pullover leuchtet. Eben stand er da zum Rücken zu mir. Dieser Pullover, der leuchtet. Ja, bei dem Zweitkanal Derne haben wir jetzt auch noch einiges vor. Wir werden auch bald wieder Lost Places machen. Letztes Mal haben wir ja Pilze gesammelt. Fanden auch viele richtig cool. Und im Winter, da werden auch noch so einige Projekte sicherlich starten. Und wir hoffen ja, dass das mit dem Haus klappt. Das haben ja auch schon viele mitbekommen, dass wir auf Haussuche sind. Und dann werden da natürlich auch noch einige Videos kommen. Also ich gebe jetzt hier schon Vollgas, ne? Der muss erstmal in Gang kommen. Aber 80 fährt er locker. 85. Ja, 85. Berg runter vielleicht 90, ja. Aber macht schon Spaß. Ja, morgen oder eventuell heute werde ich noch mit dem China-Roller fahren. Das ist schon ewig her. Ich bin den einmal bis jetzt gefahren. Das war auch noch auf meinem Kanal. Aber leider war ja die Batterie leer. Und die bringen wir dann wieder zum Laufen. Und dann werde ich damit auch noch mal fahren. Und ich hoffe, ihr könnt das alle verstehen, dass ich halt auf meinem Kanal halt keine Videos mehr mache und dass der halt einfach totgelegt ist. Ich habe halt mein normales Leben und wir sind Gott sei Dank nicht auf YouTube angewiesen, und es ist auch einfach zu viel dann. Also wir haben auch nur 24 Stunden und ich schaffe es einfach nicht. Trotzdem macht mir Rollerfahren und Motorradfahren macht mir unheimlich viel Spaß, aber ich kann es halt leider auch nicht so oft machen. Ich habe halt Schichtdienst und ja, Wochenendedienst, mache 2 Jobs. Von daher müsst ihr das bitte akzeptieren. So, jetzt sieht man den Merch noch mal richtig schön. Dreh dich einmal. Ja, wie der leuchtet. Okay. Und? Ja, der fährt sich richtig gut. Aber geht er nicht so wieder? Naja, der fährt jetzt also 85. 85 vielleicht mit Berg runter 90. Mit Sozius vielleicht 50 oder 60. Nee. Nee? Fährt er trotzdem schneller? Ja. Ja? Okay. Aber wir drosseln ihn heute wieder. Wir wollten heute nochmal gucken, wie schnell er ist. Hier ist einfach viel zu viel los, um den Roller jetzt zu waschen. Ich fahre einfach heute Abend nochmal hin und wasche den Roller dann. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao und tschüss.